Hallo, mein Name ist Patrick. Ich komme, wie gesagt, aus Freisach, wohne schon länger in Villach und studiere in Klagenfurt Pädagogik und Philosophie. Und so wie es in der Philosophie ist, es gibt sehr viele Fragen, die wir uns stellen, aber nie eine endgültige Antwort finden. Das ist auch gut so. Und bei dem Thema Freiheit habe ich mir gedacht, ich erzähle eine Geschichte, einen Lebensausschnitt von jemandem, der uns vielleicht etwas darüber sagen kann oder uns etwas vermitteln kann. Die glühende Sonne strahlt auf die karge Landschaft dort vor uns herab. Es ist egal, wo wir sind, wann wir sind. Manchmal muss man das auch gar nicht wissen. Es geht nicht immer um Details, Namen, Ortschaften oder etwas Ähnlichem. Heute geht es um eine besondere Seele, das sollte uns reichen. Ich werde nun weitergeben und ihn selber sprechen lassen. Er wird euch diese Geschichte erzählen. Es ist Sommer, aber hier bei uns ist es immer Sommer, immer heiß und trocken. Es gibt wenig Wasser und das, was wir haben, ist braun von Schmutz. Es gibt sehr wenig zu essen, wir sind die meiste Zeit hungrig. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist, satt zu sein. Aber heute spüre und sehe ich das alles nicht mehr. Ich sehe aber meinen Freund. Er sitzt alleine dort, wo wir alle hingebracht wurden. Er weint. Er weiß, dass ihn niemand zusieht. Wir dürfen nicht weinen. Es ist verboten, sagen sie immer. Die Großen, sie wissen das. Wir sollen hart sein, wobei wir nie wussten, wie man das macht oder wie man hart sein kann. Aber wir mussten es tun, sonst kam die Peitsche. Deshalb schauten wir dann immer so grimmig, als wenn wir die ganze Zeit böse sein würden. Aber wir waren nicht böse. Wir mussten nur so tun, als ob. Wie ein Spiel. Das gefiel uns aber nicht. Es war nicht lustig. Wir mussten unsere Familien verlassen und wurden dann irgendwo hingebracht. Sie sagten, wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Unsere Familien werden ansonsten getötet. Wir hatten alle große Angst, die seit dem Tag nie wieder ganz wegging. Aber wir mussten das tun, weil wir unsere Familie beschützen mussten. Dann gaben sie uns große Waffen, sehr große, schwere Waffen. Das Metall war glühend heiß von der Sonne. Trotzdem mussten wir sie halten und durften sie ja nicht fallen lassen. Damit kann man sich schützen und die bösen Menschen bekämpfen. Zweiteres galt eher für uns. Dort in den Baracken, wo wir untergebracht waren, hatten sie so Dinge aufgestellt, die wie Menschen aussahen, wie richtig große Menschen. Darauf mussten wir dann schießen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich die Waffe in der Hand hielt und leicht zitterte. Die Sonne blendete mich und die Waffe war sehr schwer. Meine Arme schmerzten. Ich versuchte aber, meine Aufgabe so gut wie möglich zu schaffen. Als ich abdrückte, zum ersten Mal in meinem Leben, erschrak ich mich durch den lauten Knall und die Waffe zuckte nach hinten weg. Dann machte ich meinen ersten Fehler. Ich stolperte nach hinten weg und die Waffe flog mir aus der Hand und landete mit einem dumpfen Laut, den ich nie wieder vergessen werde, auf dem sandigen Boden. Es wurde still um mich herum. Und alle sahen mich zuerst an und senkten gleich darauf den Blick. Ich wurde von einem wütenden Mann weggezerrt und kam in die rote Hütte, so nannten wir sie. Ich kann mich noch erinnern, wie der Mann mich reinschubste und ich am Boden liegen blieb. Er ging zur Wand und nahm die Peitsche herunter. Ich weinte und schluchzte zuerst und sagte, dass es mir leid tat. Doch als die Bestrafung begann, hörte ich auf zu weinen und zu bitten. Seitdem hielt ich die Waffe immer so fest und stark in meinen Händen, wie ich nur konnte. Jemandem von uns ist etwas anderes passiert. Er ließ den Abzug nicht mehr los. Die Waffe schien nun wie ein wildes Tier in seinen Händen zu werden, das ich aus diesen befreien wollte. Die Kugeln hagelten in allen Richtungen. Einer von uns starb dabei. Ich habe noch nie jemanden sterben sehen. Es war grausam. Ich wollte weg von hier, konnte es aber nicht. Niemand konnte das. So vergingen die Tage und wir wurden immer besser und härter. Aber zurück zu meinem Freund.
Er weint noch immer. Er ist geflüchtet. Er wollte nicht mehr. Sie wurden ausgesetzt in irgendeinem Dorf. Alle von uns sind dabei gestorben. Nur er lebte noch. Die Waffe fühlte sich schwerer denn je an. Er hatte Durst, er wollte seine Eltern wiedersehen, seine Brüder und Schwestern. Ich konnte das alles fühlen, was er dachte, und mir waren seine Gedanken so vertraut, als wären sie meine eigenen gewesen. Hinter ihm tat sich ein Schatten auf. Es war einer der Männer. Er stand auf, in seiner Panik drückte er ab, doch nur ein Klicken durchzog die unheimliche Ruhe. Keine Munition. Der Mann lächelte nun, zog ein langes Buschmesser, und dieses zahnlose Lachen, das würde er nie vergessen. Er kam immer näher. Dann, das hatte er nicht kommen sehen, sprang er auf ihn zu und packte ihn am Hals. »Du kleine Ratte, hier bist du«, sagte er. Es war vorbei. Ein gezielter Stoß des Messers reichte aus, mitten in sein noch so junges Herz. Es hörte sofort auf zu schlagen. Ich wartete. Dann endlich sah ich dich wieder. Ich umarmte dich. Wir waren immer die besten Freunde gewesen, und nun sind wir wieder vereint. Komm, Jamal, ich habe so lange gewartet. Jetzt können wir spielen gehen, solange wir wollen, und das tun, was uns Spaß macht. Jamal zögerte vorerst und war sich unsicher, was hier gerade geschah. Ich sah ihn lächelnd an, nahm seine Hand und sagte, wir sind nun endlich frei. Komm jetzt. Jamal lächelte. Er hatte keine Schmerzen und keine Angst mehr. Jetzt konnten wir wieder das sein, was wir waren. Kinder. Danke.